Moin Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute installieren wir Grid Elements und nicht die alte Version, die man mit TypoScript macht, sondern das neue mit Data Processing. Wir wollen uns heute ein Beispiel einsetzen, hier in dem Fall einen Zweispalter. Wir haben einmal eine linke Spalte und eine rechte Spalte und wollen dann Content dynamisch vom Backend aus ausgeben, wie ihr hier sehen könnt. Ich habe mir hier einen Zweispalter, wie gesagt, ausgewählt, damit wir einfach mal die Mehrspaltigkeit von Grid Elements im Fluid ausgeben können. Und wie das Ganze funktioniert, das seht ihr nach dem Intro. So, dann fangen wir am besten mal hier direkt im Backend einmal an. Wir gehen hier einmal auf Extensions und dann suchen wir nach Extensions unter Get Extensions. Ich empfehle immer, dass man die aktuellste Extension-Liste einmal runterlädt. Wenn das dann geladen ist, dann kann man einfach hier in die Suchleiste das eingeben, was man haben möchte. Und dann installieren wir uns. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass es auch die richtige ist. Meistens ist es aber genau die erste, weil der Titel, der Key genau der gleiche ist wie hier. Das heißt, das ist jetzt hier die richtige Extension. Ich lade sie mir einmal runter, dann wird die automatisch bei mir im System installiert. Wenn ihr irgendwelche anderen Versionen runterladen müsst, dann klickt ihr einfach auf den Grid Elements Extension Key und dann könnt ihr hier verschiedene Versionen runterladen. Also hier zum Beispiel haben wir Grid Elements 9.6.0, die ist jetzt für Typo 3 V9. Wie gesagt, für mich ist jetzt aber die V10 interessant, deswegen bleibe ich jetzt auch dabei. So, die ist jetzt auch schon installiert. Wir müssen das Template noch integrieren und ich möchte euch heute nicht den alten Weg zeigen, wie man es damals gemacht hat, denn über TypoScript kann man, beziehungsweise müssen wir auch noch ein bisschen was einstellen, aber ich wollte das eigentlich auf dem Minimalsten halten. Deswegen arbeiten wir heute mit Grid Elements mit Data Processing. Wenn ihr wünscht, kann ich euch auch gerne nochmal ein Video machen mit der jetzt deprecated Grid Elements, die halt per TypoScript gesteuert wird. Ist auch relativ einfach, aber wie gesagt, ist jetzt deprecated, deswegen sollte man das heutzutage auch nur noch mit Data Processing machen. Wir werden uns auch jetzt nicht den gesamten Eisberg angucken, sondern nur die Spitze davon, denn das reicht in den meisten Fällen bereits schon aus und ich glaube, damit seid ihr gut gewappnet und könnt dann selber ausprobieren, was ihr damit noch anderes machen könnt. Ganz wichtig, packt Grid Elements bitte über euer Template, beziehungsweise je nachdem, in welcher Reihenfolge ihr das eingestellt habt, euer Template sollte immer nach den ganzen Extensions laden, weil dort machen wir unsere ganzen Modifikationen. So, ich klicke mal hier auf Speichern, jetzt haben wir Grid Elements integriert. Entweder wir können jetzt hier das reinschreiben oder wir machen es bei uns ins Dateitemplate. Und ganz ehrlich, mir ist es lieber, wenn wir das direkt im Dateitemplate machen. Wir haben hier extra hier so eine Extension und die wollen wir auch dafür nutzen. So, ihr seht es hier, jetzt ist Grid Elements hier auch installiert. Ich hatte auch mal die Vacuum Cookie Management installiert, weil dafür braucht man, glaube ich, kein Video machen. Also ich gehe jetzt hier auf Elder Template. Wir lassen Grid Elements jetzt erstmal so, wie es ist. Und wir müssen jetzt erstmal grundsätzliche Konfigurationen ändern bzw. anpassen. Und müssen uns natürlich auch dann Ordner vorbereiten, wo wir unsere ganzen Templates für die Grid Elements, ja, wie soll ich sagen, einbauen. Wir müssen erstmal eine Grundkonfiguration von Grid Elements machen. Allerdings möchte ich jetzt auch gerne mal kurz hier bei TypoScript ein bisschen weitermachen. Ich habe nämlich keine Lust, jetzt hier 1000 Milliarden Millionen Zeilen in Setup.TypoScript reinzuschreiben. Deswegen lege ich mir jetzt mal hier eben, das wollte ich gar nicht machen, deswegen lege ich mir jetzt mal hier eben einen neuen Ordner an und den nenne ich jetzt einfach mal Extensions und diesen fülle ich jetzt mit Grid, machen wir es mal, GridElements.TypoScript. So, wir haben ja schon im anderen Template.TypoScript, hier dieses Setup.TypoScript, laden wir ja ganz oben schon unsere Dependencies. Das machen wir jetzt auch wieder. Und ich würde einfach sagen, das mache ich aber nach ganz unten, weil ich will erstmal, dass meine grundsätzliche Seite geladen wird und dann soll alles andere geladen werden. So, das machen wir jetzt auch. Ja gut, dann kopieren wir uns mal diesen ganzen Pfad hier. Ich mache mal komplett alles. So, und ab hier wollen wir das dann einfügen. Ich mache das mal eben auf Vollbild, dann seht ihr definitiv auch mehr. So, File, TypoScript. Jetzt muss ich trotzdem mal kurz reingucken. Extensions heißt der Ordner. So, und da wollen wir eigentlich alles laden. Das heißt im Endeffekt, Sternchen.TypoScript sollte es, glaube ich, auch tun.
Probieren wir es einfach mal aus. Ich kann es nicht zu 100% garantieren, dass es funktioniert. Aber wir gucken einfach mal. So. Das sollte jetzt bereits ausreichen, um unser Template zu laden, wenn ich richtig bin. Aber ich gehe jetzt mal hier in meine Extensions und dann GridElements.TypoScript. Habe ich die hier geladen? Ah ja, wir laden ja mit Sternchen alles. So, und hier können wir jetzt unsere Konfiguration von GridElements anfangen. Ups. Ich werde jetzt einmal kurz das Video pausieren, füge dann kurz den Code ein. Ihr könnt den später einfach in den Kommentaren rauskopieren. Ich werde da diverse Links mit den Zeitstempeln ungefähr da markieren. Das heißt, alles, was ich jetzt hier eintrage, könnt ihr auch gleich aus der Beschreibung genauso 1:1 rausholen. Was ich hier oben gemacht habe, ist, ich habe einmal meine eigenen Template Root Paths angelegt, die Template Root Paths .20, wir erinnern uns, je höher die Zahl, desto eher wird es genommen, ist Eldor Template Resources Private Extensions Grid Elements. Hier unten habe ich noch Data Processing Regeln hinzugefügt. Was die genau bedeuten, könnt ihr in der Dokumentation auch relativ einfach nachlesen, indem ihr einfach diesen Array hier, diese Konfiguration hier euch mal anguckt, wie das aufgebaut ist. Wenn das kopiert ist, dann speichern wir uns das einmal ab und als nächstes müssen wir diesen Pfad hier auch anlegen. Also ich gucke jetzt mal ganz kurz, was ich hier geschrieben habe, Resources Private Extensions Grid Elements. Dann legen wir den Pfad mal genauso, wie er ist, an. Also gehe ich jetzt hier in Eldor Template, Resources, Private. Jetzt lege ich hier einen neuen Ordner an, namens Extensions. Und hier drin lege ich dann für die jeweilige Extension einen Ordner an, in dem Fall Grid Elements. So, und hier kommen jetzt später unsere Templates rein. Ich mache es jetzt schon mal vorsichtshalber. Ich lege jetzt mal ein Element an. Oh, kein Folder, sondern eine Datei. Zwei Spalter. .html. So, einfach nur speichern, damit die hochgeladen wird. So, und dann haben wir uns jetzt schon mal in eine Beispieldatei angelegt. Das wird jetzt gleich unsere erste Datei. So, und da müssen wir jetzt diese Dateien definieren und müssen gucken, wie das im Backend wie wir das uns erstellen möchten und wie es dann im Endeffekt im Frontend ausgegeben wird. Und wie gesagt, deswegen habe ich jetzt extra schon mal diese Datei angelegt, damit die auch gleich direkt zu finden ist, ohne dass jetzt unsere Seite sagt, ich habe das Template nicht gefunden. Gut, wir machen mal weiter. Dann gehe ich mal jetzt hier wieder zurück in meine Configuration und ich möchte jetzt hier unter tsconfig page, hier haben wir wieder nichts zur Verfügung, das ist natürlich auch doof irgendwie, fügen wir jetzt mal unsere eigene tsconfig für Grid Elements, also wirklich nur für die Grid Elements hinzu. Und das mache ich auch, indem ich einfach mal hier kurz diesen Kram hier kopiere und sage page slash, machen wir uns extra nochmal einen Extension-Ordner, damit wir auch später für andere Extensions Konfiguration anlegen können. Den nenne ich aber Extensions und dann schreiben wir uns rein gridElements.tsconfig. Da kommt später unsere Layout-Konfiguration rein. So, ich kopiere mir mal diesen ganzen Kram, speichere das schon mal. Das ist jetzt auch erfolgreich hochgeladen und unter Page legen wir jetzt noch einen Ordner an namens Extensions und hier legen wir den Ordner, nicht den Ordner, die Datei gridElements.tsconfig an. So, und hier können wir jetzt relativ einfach unsere Konfiguration für die einzelnen Elemente anlegen. Wir haben ja gerade schon gesehen, ich habe ja schon diese Zweispalte-Datei angelegt. Genau die Datei wollen wir uns jetzt definieren. Und dazu können wir wieder im Backend jetzt den CE-Grid-Element oder Grid-Layout-Editor, glaube ich, heißt der, benutzen. Dazu geht ihr hier ins Backend, auf List, dann auf Plus hier oben und dann seht ihr, wenn ihr die Extension eingebunden habt, dass hier CE-Backend-Layout erscheint. So, und da klicken wir einmal drauf und das sollte euch ja auch alles bekannt vorkommen. Das sieht nämlich genauso aus wie unsere Konfiguration für die Backend-Layouts. So, hier steht aber nur noch Grid-Konfiguration. Ich möchte jetzt im Endeffekt ein Zweispalter-Layout haben. Das heißt, ich mache jetzt hier mal neben dieser Spalte auch noch eine zweite hinzu. Klicke jetzt hier drauf, gebe da jetzt einen Namen. Ich nenne die jetzt Spalte links einmal. Das ist die Callpost 0. Die soll alles erlaubt haben. Also ihr könnt das natürlich auch ein bisschen präziser machen. Ihr wollt zum Beispiel keine Plugins oder sowas erlauben, dann könnt ihr hier die Plugins auswählen, beziehungsweise hier sind die erlaubt und hier werden die entfernt, also explizit und
explizit. Dann wollen wir hier noch die rechte Spalte machen. Bei mir ist das, wie gesagt, egal, weil in meinem Fall brauche ich keine Restriktion der Content-Elemente machen, weil im Endeffekt ich alle Content-Elemente so dynamisch wie möglich so einsetzen möchte und dann später halt dafür einsetze. Also für zum Beispiel 2-Spalter-Elemente oder 3-Spalter. So, dann können wir uns einfach hier show-ts-config, page-ts-config, können wir uns hier kopieren. Und schon, das ist eigentlich unsere Konfiguration. Daran müssen wir jetzt noch ein bisschen was machen. Wir müssen nämlich hier im Endeffekt tx-grid-elements, glaube ich, tx-grid-elements.setup. Natürlich ohne U. So, und dann geben wir, also das können wir jetzt eigentlich auch für alle benutzen, also wir können jetzt im Endeffekt das hier kopieren und dann für andere Elemente genauso benutzen. Den Example Key ändern wir noch um auf den Namen 2 Spalter, habe ich das, glaube ich, genannt. Wenn nicht, gucke ich nochmal ganz kurz rein. Das Element hieß, glaube ich, 2 Spalter, aber ich gucke, wie gesagt, vorsichtshalber nochmal nach. Lieber einmal mehr gucken als zu wenig. 2 Spalter. Genau, so ist richtig. So, das kopiere ich mir. Das Icon können wir uns wieder entfernen. Wie gesagt, wenn ihr möchtet, dann könnt ihr euch natürlich auch das Icon da wieder hinzufügen. So, und dann müssen wir jetzt hier noch dieses Backend-Layout entfernen. Wir wollen ja kein Backend-Layout definieren, sondern wir wollen ja das Grid-Element definieren. Das heißt, wir gucken hier, wo hört die Zange auf, machen das hier einmal und hier weg. So, und dann sehen wir schon, Coil-Count ist 2 und Row-Count ist 1. So, hier entferne ich noch Not a Number bei, wie hieß das? Max-Items ist ja egal. Wir wollen egal, wie viele Items da rein haben. So, und dann seht ihr es schon hier, 2 Spalte links und Spalte rechts haben wir jetzt definiert. So, und wenn wir das jetzt speichern und das jetzt hoffentlich alles ordentlich geladen wird, sind wir jetzt in der Lage, unsere Grid-Elements mal anzulegen. Das hier können wir wieder schließen, weil das haben wir ja nur kurz zum Erstellen gebraucht. Und wenn ich jetzt hier auf Plus Content drücke, dann erscheint jetzt hier rechts Grid Elements. Das passiert erst, wenn ihr das erste Element erstellt habt. Und da sehen wir jetzt auch hier unseren Zweispalter. So, unseren Zweispalter haben wir gemacht. Und das Einzige, was wir jetzt machen müssen, ist auf Close drücken und dann Save und Close. Oder ihr klickt auf Save und danach auf Close. Ist egal, wie rum ihr es macht. Und dann sehen wir schon unser zweispaltiges Layout. Wenn ihr jetzt einen Dreispalter machen wollt, dann macht ihr es 1:1 ganz genauso. Ich möchte es jetzt, wie gesagt, am Beispiel eines Zweispalters machen, weil ich glaube, das macht am meisten Sinn, weil man halt einfach diese zwei Spalten hat. Wir können auch mal gucken, ob wir vielleicht so einen Zweispalter machen oder sowas. Aber das ist dann schon, naja, das braucht man im Endeffekt nicht dringend. So, und um das zu zeigen, dass es dann auch funktioniert, wollen wir natürlich auch Content-Elemente hier ausgeben. So, also ihr seht jetzt hier, Spalte links, Spalte rechts haben wir uns jetzt vorbereitet. Hier übrigens auch in großer Schrift. So, damit wir das jetzt im Endeffekt auch als Content-Element ausgeben können, bei Textelementen ist es relativ einfach. Schwieriger wird es dann bei zum Beispiel Bildern oder Spezialelementen. Dafür müssen wir jetzt im Fluid uns mit Vorschleifen den Content da rausholen. Aber vorher gucken wir uns den Content einfach mal an. Wir haben ja schon den Zweispalter einmal offen gehabt. Und in dem Zweispalter, also wir können das jetzt mal so, wie es jetzt gerade ist, können wir uns das jetzt mal angucken. Ups, da habt ihr schon was gesehen. Was habe ich denn hier gemacht? Dann gehen wir nochmal ganz kurz hier in unsere Configuration rein. Unter setup.typoscript und machen hier nicht Sternchen.typoscript. Das geht nämlich nur mit dem Include-Befehl, glaube ich. Also mit dem normalen. Sondern kopieren uns jetzt hier grid-elements.typoscript, so wie es jetzt hier drin steht, einfach hier rein. So. Dann löschen wir mal kurz den Cache, gucken, ob es jetzt wieder funktioniert, weil jetzt müsste er das Template überhaupt finden. Ja, das sieht gut aus. So. Jetzt sehen wir natürlich noch nichts, aber sollten wir zum Beispiel hier jetzt unserem Zweispalter einfach mal hier einen Text ausgeben, dann würde der jetzt hier schon erscheinen, hoffentlich. Tut er, tatsächlich. So, im Zweispalter möchte ich gerne, dass ein Container-Element darum ist. Das werde ich vielleicht für den späteren Betrieb, werde ich das nicht benutzen, sondern werde ein Container-Element grundsätzlich haben und dann so ein Zweispalter kann ja auch volle Breite oder sowas haben. Aber im Endeffekt möchte ich mir das jetzt erstmal, damit ihr das auch ein bisschen seht und damit das auch alles ein bisschen ordentlicher aussieht,
euch das mal so zeigen. So, und hier müsste jetzt unser Content dann mittig erscheinen. Ja, also zumindest in dem Container-Element, was wir jetzt gerade hier sehen. Gut, dann gucken wir uns doch mal den Debug an, wie es da drin aussieht. Dazu gehen wir einfach, wenn wir diesen, Shortcut oder sowas haben, wie das heißt, habe ich euch schon mehrfach jetzt empfohlen, dann können wir einfach FDEB oder sowas eingeben, dann baut er uns hier direkt unseren Fluidsatz auf und sagt FDebug. Und hier fügen wir jetzt einfach mal unterstrich all ein. Unterstrich all übrigens als kleiner Tipp, könnt ihr immer benutzen, wenn ihr alles sehen wollt, was diese Datei sehen darf. Also zweispalter.html. Gucken wir jetzt mal hier rein, sehen wir jetzt, wir haben hier Settings, Data, Current, Children und Options. Was für uns jetzt erstmal wichtig ist, ist Data. Unter Data finden wir die Eigenschaften des Grid-Elements an sich. Das ist natürlich wichtig, weil wir müssen hier auch natürlich Layout auswählen können. Wir müssen Frame-Class auswählen können. Wir haben hier noch Space-Before und Space-After-Class und so weiter und so fort. Weil diese Informationen, die brauchen wir halt auch. Ach so, und übrigens auch noch die UID, damit wir natürlich auch später mit Sprungmarken und sowas arbeiten können. Das ist nämlich ganz wichtig, mit diesen Informationen, also unter Data, hier auch zu arbeiten, weil wir typische Grundfunktionen vom Typo 3 erst in die Grid-Elemente mit einfügen müssen. Also wir können auch, wie gesagt, wenn ihr zum Beispiel, nehmen wir mal als Beispiel den Header. Wir wollen jetzt in dem Grid-Element mit Header arbeiten. Dann können wir tatsächlich auch hier den Header abfragen. Ich habe es heute echt mit Deutsch, aber ich meine, wir haben es auch schon wieder 22:30 abends. Oh Gott, Leute. Was ich nicht alles für euch tue. So, dann gucken wir mal weiter. Und zwar sehen wir jetzt hier Children. Und das ist jetzt der interessante Part. Hier haben wir jetzt Children.1. Und jetzt haben wir hier unsere beiden Spalten. Und in unseren beiden Spalten haben wir jetzt die jeweiligen Elemente auch sortiert, so wie sie im Backend sind. Wir haben also auf der linken Spalte, Kolpos 0 in dem Fall, haben wir jetzt hier Data und das ist unsere Spalte links. Das ist ja der Header, also dieses Content-Element-Header, was wir gerade angelegt haben. Und wir haben unter 40, das müsste jetzt die Spalte rechts sein. Genau. Und wir haben auch hier stehen Spawn, Style, Color, XYZ, Background Color und so weiter und so fort. Rechter Text, das heißt, das ist auch mit übernommen. Aber leider ist es wirklich nicht so einfach, wie ihr jetzt denkt. Also wir können jetzt nicht einfach von 1.40.data. Bodytext gehen. Das geht vielleicht bei den Textelementen, aber wie gesagt, das geht nicht bei Images oder sowas. Deswegen wollen wir aus diesen Elementen gleich per Fluid Content-Elemente machen. Oder C-Objects. Und da habe ich wieder einen Code vorbereitet, den ich jetzt gleich einfach einfüge und dann erkläre ich euch genau, wie das Ganze aufgebaut ist und wie das Ganze funktioniert. Ah, aber bevor ich das mache, möchte ich euch natürlich kurz meine Struktur zeigen, wie es im Endeffekt aufgebaut werden soll. Also, wir haben jetzt hier unseren Container, unsere Row und wir haben zwei Spalter. Das heißt, wir wollen, da wir mit Bootstrap hier arbeiten, call md6 oder wir machen es noch besser, call12.callmd6.callxl6. Nee, brauchen wir gar nicht, callxl. So, und da ich hier wunderschön. Das kopieren wir uns jetzt, weil wir wollen das ja. Ich habe das XS vergessen. So. Wir wollen für mobile Geräte die volle Breite und für Desktop-Geräte die halbe Breite. Aber das ist, wie gesagt, Webdesign, das brauchen wir jetzt wirklich nicht wissen. So, und hier soll unser Content links ausgegeben werden und hier soll unser Content rechts ausgegeben werden. So, und wie das Ganze aussieht, das sehen wir jetzt. Wir haben einmal Content links und einmal Content rechts. Ihr seht es schon, das wurde jetzt hier in zwei Spalten aufgelöst. So, und damit können wir jetzt definitiv arbeiten und ich komme gleich sofort wieder und zeige euch, was ich gemacht habe. So, was wir jetzt hier sehen ist, wir erstellen uns hier unser C-Object, wie ich das vorhin schon gesagt habe, unser Content-Object und der TypeScript-Object-Path ist diesmal ttContent. Und jetzt wird es wichtig, child-data-c-type. Das ist im Endeffekt, wir gehen mit einer For-Each-Schleife dieses Children1.0 für die linke Spalte und Children1.1, also kurz, um das nochmal zu zeigen, Children1.0 gehen wir durch, später auch mit 1.1. So, und dann haben wir hier dieses Content-Element. Und Content-Element data.cType, damit definieren wir unseren TypeScript-Object-Path, also
ttContent.header, würde er jetzt im Endeffekt sagen. Als Data nehmen wir child.data. Da haben wir nun einen ganz großen Array, glaube ich, oder beziehungsweise, ja genau, das ist ja einfach nur unser ganz großer Array. Das soll der als Information nehmen. Also daraus soll der uns das Content-Object erstellen. Und ich weiß nicht, ob man das braucht oder nicht, aber die Table ttContent sagt einfach nur nochmal, such bitte in der Tabelle ttContent. Ich glaube, das macht er standardweise. Wir lassen es jetzt mal drin, never change running system. So, und wie gesagt, das habe ich jetzt mit einer for-each-Schleife gemacht, denn wir wollen jetzt jedes Element, was hier unter children 1.0 ist. Das heißt, wenn wir jetzt hier ein neues Element hinzufügen mit der UID XYZ oder sowas, dann wird auch das mit reingeladen, weil wir das, wie gesagt, mit dieser for-each-Schleife jedes Mal neu durchgehen. So, und das sieht dann auch so aus. Wir haben hier unsere Spalte links, also diese Überschrift, die extrem groß ist, und den Subheader links, den wir auch hier gerade definiert haben. Hier soll gleich der Content rechts rauskommen. So, dafür kopiere ich mir jetzt einfach diesen ganzen Kram. Wie gesagt, das findet ihr auch alles in der Beschreibung. Und sage jetzt hier statt children 1.0, sagen wir jetzt 1.1. Wir wollen jetzt die rechte Spalte checken. So, da speichere ich mir jetzt auch ab. Lade den ganzen Kram jetzt nochmal neu. Und wir sehen, jetzt lädt er uns das Content-Element, Spalte rechts. Dies ist der rechte Text. Warum habe ich das jetzt nicht mit dem Body-Text von einem der Elemente gemacht? Ganz einfache Antwort. Man kann das vielleicht bei Header und vielleicht auch noch bei, was hatten wir hier, Text, Header und Text oder sowas kann man das machen. Aber sollten es komplexere Content-Elemente sein, sei es zum Beispiel ein Bild, sei es eine Form und so weiter und so fort, haben wir natürlich keinen Body-Text, sondern wir haben ein Image-Object. So, und dieses Image-Object ist natürlich was komplett anderes, als nur den Body-Text davon auszulesen. Und deswegen machen wir es hier mit einer For-Each-Schleife durch die ganzen Elemente einmal durch und generieren uns dann einfach ganz super easy und schnell dieses Content-Object. So, und dafür müsst ihr euch, wie gesagt, diesen ganzen Kram hier einfach nur rauskopieren. So, jetzt haben wir unsere linke und rechte Spalte und sollten wir uns jetzt neuen hier zum Beispiel überlegen, wir wollen jetzt hier ein Bild hinzufügen, dann funktioniert das natürlich auch. Ich möchte nämlich den Frosch hier gerne nochmal haben. Deswegen füge ich den jetzt hier nochmal hinzu, speichere mir den und jetzt müsste er mir in der rechten Spalte auch noch den Frosch darunter anzeigen. So, das sieht natürlich ein bisschen kacke aus, weil das hier doppelt kommt, aber ich hoffe, ihr habt jetzt verstanden, wie es ungefähr geht. Und das könnt ihr natürlich dann auch mit drei Spalten machen. Das heißt, ihr geht dann nicht nur die For-Each-Schleife für 0 und 1 durch, sondern 0, 1, 2 oder je nachdem, was für eine Zahl ihr halt benutzt. Natürlich müsst ihr dann auch euer Layout anpassen. Das muss immer vorgefertigt sein, weil wir wollen ja im Endeffekt eine strikte Ansicht haben oder sowas, mit der wir dann einstellen können, wie soll es aussehen, wenn es ausgegeben wird und was soll ausgegeben werden. So, und deswegen habe ich hier extra einen Container noch drum gemacht, eine Row noch drum gemacht und hier eine Call, damit die beiden sich hier so ein bisschen trennen. So, jetzt wollen wir nochmal ganz kurz uns hier Data angucken, denn Data ist für uns relativ wichtig, damit wir auch unsere Grid-Elements nutzerfreundlich machen oder nutzerfreundlich her machen. Das ist relativ simpel, was wir jetzt hier noch machen können. Ich möchte jetzt hier meiner Row, die ich jetzt hier habe, der möchte ich jetzt erstens die Rahmenklassen noch hinzufügen und die Space Before und Space After Class. Ich glaube, das reicht aber dann auch vollkommen. So, und ihr seht es jetzt schon, wir haben hier noch Frame Class, Space Before Class und Space After Class. So, und hier können wir jetzt mit einem FF Inline, jetzt kommen wir noch zu krasserem Shit hier, können wir jetzt abfragen, ob diese Sache gesetzt ist. Wenn sie nicht gesetzt ist, dann lassen wir es so, wie es ist. Hier fragen wir jetzt erstmal ab, ob data.frameClass gesetzt ist. Wenn data.frameClass, dann, das hier machen wir mal weg, wir brauchen kein else, dann gib mir bitte frame minus und dann, oh, das hätte ich auch einfach kopieren können, dann gib mir frame data.frameClass aus. So, was das jetzt hier im Endeffekt macht, das kann ich euch kurz zeigen. Er fügt jetzt zu dieser Row, die wir gerade gemacht haben, das gucken wir mal hier in dem Inspektor, fügt er uns jetzt Frame Default ein. Ich weiß nicht, haben wir hier eine Nicht-Klasse für das Grid-Element? Appearance No Frame.
So, save. Jetzt, ich hoffe mal, dass er hier dann nichts hat. Okay, der gut, selbst der No-Frame heißt Frame minus None. Also von daher, wenn ihr keine Frame-Class ausgewählt habt, also sozusagen Null ausgewählt habt, dann müsste er euch jetzt nichts anzeigen. Das können wir jetzt aber hier auch ganz kurz, um es euch nochmal schnell zu beweisen, können wir auch nochmal eben bei Space Before Class machen. So, ich mach mal hier eine neue Zeile. Machen ein neues if, ff inline nochmal. So, jetzt fragen wir wieder ab, ist data space before class gesetzt? Dann, das else können wir wieder wegmachen. Dann heißt es space after minus und dann die data Punkt space before class. Space after space before. Natürlich wollen wir erstmal space before class abfragen. So, und das gleiche können wir jetzt auch mit der After-Klasse machen. Also hier Space After-Class. Space After-Class. So, und um das ganze Ding nochmal ein bisschen abzurunden, wollen wir jetzt entweder dem Container oder der Row, bei mir wird sowieso der Container wegfliegen, weil, wie gesagt, ich möchte noch Content links und rechts auf Vollarbeiter haben, wollen wir jetzt hier noch die UID ausgeben. Das hat den Vorteil, dass wir dann auch mit Sprungmarken arbeiten können. Also wir wollen auf genau dieses Grid-Element, wir wollen nicht auf einer der Elemente, die da drin sind, verweisen, sondern wir wollen jetzt genau auf dieses Grid-Element verweisen. Und dazu holen wir uns die UID. Und da können wir einfach sagen, achso, und anstatt Class benutzen wir jetzt eine ID. So, ID ist gleich, ich mache das auch nochmal kurz in einer neuen Zeile, dann sieht es ein bisschen ordentlicher aus. ID ist gleich C und dann sagen wir data.uid. So, und jetzt haben wir ganz viele Eigenschaften unserem Grid-Element hinzugefügt und extrem einfach und schnell. So, und dann gucken wir mal, was wir jetzt rausgemacht haben. Wir sehen jetzt hier, div-id ist gleich C38. Kurz vergleichen, das Element ist die ID 38. Frame none ist gesetzt. Und wir wollen jetzt eine Space Before und Space After Class noch schnell setzen. Hier extra Small und Medium zum Beispiel. So, und wenn ich das jetzt auch nochmal kurz neu lade und wir in den Inspektor gucken, dann sehen wir jetzt, dass er uns auch das hier zusammengebaut hat. Space Before extra Small und Space After Medium. Genauso wie es sein soll. Hier haben wir jetzt unsere zwei Spalten. Hier wird das C39, das Content-Element, geladen. Hier können wir auch nochmal kurz nachgucken, ob es das richtige C39 ist. Ist es ebenfalls auch. Und der Reihenfolge nach werden auch Elemente ausgegeben. Das heißt, ihr könnt jetzt im Endeffekt fluid-technisch Grid-Elements ausgeben. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder extra Wünsche dazu, dann könnt ihr mir natürlich auch Kommentare schreiben. Dann helfe ich euch auf jeden Fall weiter. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch viel Spaß beim Selbstausprobieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.